Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Nur als kurze Info, ab sofort werden wir auf diesem Kanal auch unser Format Machen oder Lassen hochladen. Schreib gerne mal unten in die Kommentare, wie du das findest. Heute kam eine neue Road to the Knockout SBC raus, und zwar zu Delicht. Das Besondere ist, dass ich die Karte upgraden kann. Die Upgrade-Möglichkeiten der Live-Karten hat sich im Gegensatz zum letzten Jahr etwas geändert. Und zwar muss die Mannschaft entweder in den nächsten 4 Partien 3 davon gewinnen oder in die K.O.-Runde kommen. Das gilt natürlich nur für die Champions League. Juve steht in der CL auch gut da, sie sind auf Platz 1 und haben aus 2 Spielen 6 Punkte geholt. De Ligt spielt wie gesagt bei Juventus Turin in der Serie A und kommt aus den Niederlanden. Als Spielerarbeitsraten hat er mittelhoch, er hat 2 Sterne Skills und 3 Sterne Weakfoot. Sein Tempowert ist mit 77 leider nicht ganz so stark. Allerdings kann man mit dem richtigen Chemistry Style hier noch was rausholen. Mit 80 kann er relativ gute kurze Pässe, beim Dribbling sind Reaktion und Ruhe seine besten Werte. Mit 85 kann De Ligt richtig stark verteidigen, bei der Physis sind auch alle Werte richtig stark, der schlechteste Wert hier wäre die Ausdauer mit 76. Als Chemistry Style würden wir euch hier einen Shadow empfehlen, um nochmal beim Tempo was rauszuholen. Zudem werden die Defensivwerte auch nochmal verbessert. Lasst doch jetzt gerne mal ein Abo auf dem Channel da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Kommen wir zu den Linkmöglichkeiten. De Ligt kann man wirklich gut verlinken. Zum einen hätte er einen Strong Link zu Dumfries, oder auch einen Strong Link zu Chesney. Ansonsten könnt ihr ihn aber auch mit Spinazzola linken. Für die SBC hast du noch 7 Tage Zeit. Insgesamt musst du hier 6 Teams abgeben. 2 Teams davon sind ohne Rating. Ansonsten musst du noch ein 82er, 83er, 84er und 85er Team abgeben. Der SBC-Wert beläuft sich auf rund 80.000 Münzen. Neben der Karte erhältst du noch Packs mit ca. 8 seltenen Goldspielern. Ähnliche Werte hätte zum einen Umtiti Flashback, den man als SBC abschließen kann, für 75.000 Münzen. Marquinhos würde es für 110.000 Münzen geben. Und als dritte Möglichkeit hätten wir Joe Gomez für sehr günstige 13.000. Ebenfalls aus den Niederlanden hätten wir einmal Van Dijk für 175.000 Münzen. Skriniar würde es für 10k geben, der noch etwas schneller wäre. Als drittes hätten wir noch De Vrij für 4k, der insgesamt aber doch viel schlechter ist. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Die Karte von De Ligt ist schon echt ganz nice. Der Tempowert ist zwar nicht optimal, aber mit einem Shadow kann man hier noch was rausholen. Man kann ihn auch sehr gut verlinken, zum Beispiel mit Van Dijk in der Innenverteidigung. Ein Upgrade ist auch nicht unwahrscheinlich, da Juve in der Champions League wie bereits gesagt sehr gut dasteht. Der SBC-Preis ist auch angemessen und wir finden, die Karte lohnt sich, sobald er ein Upgrade bekommt. Insgesamt würden wir deshalb auch machen sagen, aber nur, wenn du die Karte auch wirklich spielen kannst. Ansonsten solltest du ihn nicht unbedingt abschließen. Was ist deine Meinung zu dieser SBC? Schreib uns das gerne mal unten in die Kommentare. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.